Einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Origins. Nachdem wir das letzte Mal ja etwas Überlänge gemacht haben mit der Aufnahme, ist jetzt auch 2 Wochen her. Für mich ist jetzt allerdings Samstag, das heißt, ich habe die letzte Folge noch nicht veröffentlicht. Da ist aber nicht viel passiert, das sollte okay sein. Entsprechend bin ich ein bisschen aus der Übung. Ich habe jetzt, wie gesagt, eine Woche nichts gemacht. Das heißt, zweite Woche jetzt logischerweise. Und ich schaue jetzt erstmal, wie lange wir heute aufnehmen. Weil technisch gesehen sollten wir kurz vor knapp stehen. Allerdings. Und das ist das Problem, das ich jetzt gerade habe. Ich habe in der letzten Aufnahme schon darüber gesprochen und auch in der vorletzten und in den letzten Wochen generell immer wieder mal Verzeihung, dass... Oh Gott, ruckelt doch nicht so. Dass das Spielkonzept gerade ja sehr, sehr stark repetitiv ist. Und dass das relativ hartnäckig und ja, fast schon ein bisschen nervig ist. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ist okay, Bajak, ist okay. Das heißt. Ich bin, also wir haben dann auch die Tage im Stream drüber gesprochen und da kamen wir eben auch darauf zu sprechen, dass ich ja eigentlich danach Odyssey machen wollte. Das Problem, das jetzt rauskommt, was ihr euch vermutlich schon denken könnt, laut den Berichten von Leuten, die Odyssey gespielt haben, ist das genauso repetitiv. Von den Nebenquests her. Mit den Hauptquests waren, wie gesagt, sehr gut alle. Da brauchen wir nicht drüber reden. Die waren großartig. Die waren schön designt, die waren abwechslungsreich designt. Dass die Story jetzt nicht die 100% packendste ist, damit kann ich leben. In Konsumationem. Was? Kalitare, wo mehr? Grieb ist mir Peter. John Maclas. Das kann ich auch, siehst du? So. Gulasch. So. Ja, wir hatten ja schon alles geplündert, ich weiß, aber. Bisschen aufwärmen. Und vielleicht habe ich aber was sehen, kann ja auch sein. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo einen Schatz oder zwei. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ah, da drüben scheint noch was zu sein. Das ist aber hinterm Haus, okay. Na bitte. Oh, es war Holz dabei, sehr schön. Und irgendwas noch, was ich nicht erkenne, okay. Gut. Ah, da oben ist auch noch gut. Ja. In jedem Fall bin ich mir gerade unschlüssig, ob ich wirklich direkt danach Odyssey machen möchte. Einerseits, weil Valhalla bald rauskommt. Okay, das sind nur Pfeile. Und Valhalla natürlich auch potenziell was Interessantes wäre, wobei ich da auch ein bisschen Angst habe, dass das dann ähnlich abläuft. Okay, ist doch kein Synchro-Punkt. Verdammt. Andererseits würde ich auch gerne tatsächlich ein paar andere Spiele machen.
Ich habe zum Beispiel auch noch immer zur Auswahl Gothic, also das ganz erste Gothic, weil ich habe damals alle Gothic-Teile ab dem zweiten gespielt, also Gothic 2 und 3 und Risen 1 und 2, 3 immer noch nicht, ich weiß ja. Und auch Elex. Wobei ich Elex auch noch zur Hälfte gespielt habe, das wäre auch noch ein Spiel, das ich eigentlich gerne mal spielen würde. Komplett. Mit einem der drei Fraktionen zumindest. Und ich würde am liebsten, ehrlich gesagt, mal Gothic 1 nachholen, weil... Ja, keine Ahnung, es ist halt irgendwie so, mir fehlt halt diese Story noch immer von der Mine. Ich meine, man erfährt halt sehr viel von den Gothic 2 auch nochmal, natürlich, Gottes Willen. Ich würde es so gerne mal sehen. Das ist so ziemlich das Einzige. Ich habe übrigens jetzt aus der Bibliothek, das heißt, das wäre auch kein Mehraufwand. Also ich habe das schon länger vor, dass ich das mal spiele. Und das hier ist jetzt gerade auch einer der Punkte, wo ich so ein bisschen abgetan bin von Assassin's Creed gerade, weil solange du dich auf den Hauptstraßen hältst, ist die Welt belebt und gut. Aber sobald du mal ein bisschen abseits gehst, ist es leer. Komplett leer. Da setze ich doch lieber eine unsichtbare Wand hin und hab da nichts. Den Rest auf mich wirken. Aber das ist persönliche Meinung. Ein fruchtbares Land voller Felder und Weiden. Zertrampelt von römischen Besatzern. Ja, das habe ich vorher aber auch schon gesehen. Dankeschön. Dafür habe ich jetzt unbedingt... Das muss der Hof sein, den Arya erwähnte. Jemand muss den Löwen hier doch gesehen haben. Halt, Mereruka! Ich bitte dich! Bei meinem heiligen Eid, vergib mir! Frieden! Ich bin nicht dein Feind! Es tut mir leid. Es ist nur... Er hatte so ein sanftes Wesen. Einmal brachte er einen verletzten Hund mit, damit ich ihn verarzte. Warum tut er sowas? Das habe ich schon mal erlebt. In Siva. Ich suche das Monster, das verantwortlich ist. Flavius. Der Prokonsul? Dieser ranzige Sack voll Ziegenscheiße hat meinen Sohn ermordet, mein Dorf geplündert und marschiert nun durch dein Land mit dem Licht des Amun-Re. Komm, suchen wir den Hof ab. Nach Überlebenden. Ich bin Bayek von Siva. Praxela, vom Land der Verrückten. Warum sollte Flavius das tun? Es sind arme Bauern aus Siva. Sie standen ihm im Weg. Was zum Henker? Ich sollte. Ach komm! Lames, cooles Blut! Sind Sanguino, as Sepulchrum! Brenne! Mors! Egon Luder is ordered! Oh!
Istante! Mora! Was, Mora? Ultim im Kurs! Tentasset! Spricht jemand von Orks? Was? Musik, Mora. Das ist Musik. Was? Ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe die ganze Zeit einen Frosch im Hals, aber nein, ich bin einfach nur so. Was? Okay, also das ist jetzt mit der. Warum sollte Flavius das tun? Es sind arme Bauern aus Siva. Also gar keinen. Null. Nada. Sie standen ihm im Weg. Ausgeschmäcker dann unterstellen. So. Ach, halt doch die Fresse. Ja. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich gerade das Schild nach oben gehalten habe. Aber hey. Okay, wir müssen uns irgendwie anders lösen. Am liebsten ist mir natürlich, wenn ich mit dem Pfeilen treffen würde. Wenn ich nämlich mit den Pfeilen treffen würde. Warum sollte Flavius das tun? Es sind arme Bauern aus Siva. Okay, jetzt kannst du wirklich. Sie standen ihm im. Gott, so Moment, ich trinke mal kurz was. So, jetzt geht's hoffentlich besser. Wenn ich nämlich mit dem Pfeil treffen würde, dann hätte ich die Schwierigkeit nicht. Obviously. Ich sehe eigentlich meinen Brandbogen nicht draußen. Okay, einer. Wieso kommt das hoch? Er kann es nicht wissen. Okay, gut. Oh, nicht gut. Wir müssen vorsichtig sein. So. Siste, ne tu! Et dabo vos in consumationem! Wow! State! Voilà! Tibiame! State! Lames! Kulis! Dann kommen wir. Tibiabe! Ich bin meine Dabovos in Konsumation! Du! So. So viel dazu. Wie gerne würde ich mich jetzt an Eisregen orientieren. Egal. Es muss doch jemand überlebt haben. Frauen, Kinder. Vielleicht in einem Versteck.